1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live. Talk Radio, freie Themennacht, heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch ganz einfach hier bei mir über Mail, domian@wdr.de oder über Telefon 0800 220 50 50 oder unter Fax, unter der Faxnummer 0800 220 50 51. Annette ist die Erste heute Nacht und Annette ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo. Ich muss gerade lachen, im Vorprogramm des WDR Fernsehens lief gerade alles Schlampen außer Mutti. Mit wem? Mit Lisa Fitz. Ja. Die gerade frisch aus dem Dschungel zurückgekommen ist und schon hier bei uns im WDR eine Show gemacht hat. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Dschungelthema, furchtbar. Nein, es war natürlich eine Aufzeichnung aus alten Zeiten. Ja. Du kannst das Thema Dschungel nicht mehr hören. Nee, das ist eigentlich jetzt auch gar nicht unbedingt, wenn ich dich jetzt schon mal an der Strippe habe. Das heißt, du möchtest überhaupt gar nicht mit mir darüber sprechen? Ich möchte eigentlich an das Thema gar nicht mit dir so die Zeit verschwenden. Da haben wir doch, glaube ich, was anderes zu tun. Okay, was machen wir beide? Mein Problem ist, ja gut, andere würden vielleicht sagen, ich bin erst 26, aber ich hatte noch nie eine glückliche Beziehung. Du bist erst 26. Ja, aber vielleicht hört sich das für andere blöd an, aber nee. Für mich persönlich ist es wirklich schlimm. Also ich finde es sehr schade. Du hattest noch nie eine glückliche Beziehung, Nein. aber du hattest schon eine Beziehung. Ich hatte einige Beziehungen. Ja. Und ich sage jetzt einfach das jetzt mal so, ich ziehe anscheinend nicht die Männer an, die ich suche oder die vielleicht gut für mich wären. Ja, um es einzuordnen für mich, wie viele Beziehungen hattest du schon? Schwer zu sagen, vielleicht so, also waren auch einige kurzfristige dabei, vielleicht so 10. Ach, aber immerhin, 10 Beziehungen ist doch schon eine ganze Menge, finde ich. Ja, es ist jetzt auch nicht gerade so, dass ich das totale Mauerblümchen bin und die Chance. Wie lange dauerten denn diese Beziehungen, so die längste? Also die längste 2,5 Jahre. Ja, und das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee. Woran hat es denn da gemangelt? Also die war jetzt eigentlich das wenigste Problem. Da ist es einfach eigentlich dran gescheitert. Da war ich noch ziemlich jung und man lebt sich dann auseinander. Man hat so zwischen 16 und 19 hat man doch sehr viel Veränderung im Leben, auch wenn es beruflich dann losgeht. Ja. Und da waren es eigentlich eher so Auseinanderlebgeschichten oder dass es einfach von der Chemie, ich bin doch eher lebhaft und flippig und er war doch zu ruhig für mich, glaube ich. Aber er war auch der Einzige, den ich mal erwischt habe, der ruhig und brav war. Also die anderen waren leider eher so genau das krasse Gegenteil. Was ersehnst du dir denn? Wie sollte denn der Typ sein, den du gerne haben möchtest in deinem Leben? Also ich finde eigentlich nicht, dass ich Ansprüche habe, die nicht zu erfüllen sind. Aber ich gerate immer an Machos oder an Leute, die halt auf Spielchen spielen stehen oder die halt einem was vormachen, um ihre Bedürfnisse durchziehen zu können. Und das ich glaube ja, Annette. Annette, ne? Annette ist auch okay. Annette. Dass man, oder dass eine Frau, nicht einfach immer so an Machos gerät. Ich glaube, dass die Frau auch immer ein bisschen daran mitwirkt, dass sie an einen Macho gerät. Ich glaube, dass man sich so unterbewusst schon immer auch so gewisse Leute aussucht, die vielleicht aber auch letztendlich gar nicht gut für einen sind. Das ist gut möglich. Ja. Also ich finde Psychologie sehr interessant. Ich habe mich auch schon viel damit beschäftigt, weil ich eben selber auch sehr viel drüber nachgedacht habe. Also ich bin jetzt niemand, der nur die Schuld auf andere schiebt und sagt, alle Männer sind scheiße. Das ist gar nicht das, was ich sagen möchte. Sondern ich habe mir auch sehr viel Vorwürfe gemacht und mich gefragt, warum passiert mir das? Was mache ich falsch? Mhm. Also ich sehe das schon auch auf mich bezogen. Soll ich dir was Tröstliches, ich hoffe Tröstliches für dich sagen? Ja. Dass ich auch schon gut über 30 war, bis ich meine wirklich erste wirklich glückliche Beziehung hatte. Das ist vielleicht nicht so sehr tröstlich, aber dann will ich zum Ausdruck bringen, dass es so ungewöhnlich gar nicht ist, dass man eben sucht. Weil ich einfach glaube und fest davon überzeugt bin, dass es eben etwas Hochkompliziertes ist, einen Menschen zu finden, mit dem man wirklich rundherum zueinander passt. Und dieses Glück ist selten. So viele Leute machen sich was vor oder machen so viele Kompromisse und die haben dann Beziehungen. Aber bevor man wirklich diesen großen Ausdruck gebrauchen kann, das ist jetzt stimmig, das passt,
Das ist ganz selten. Da muss man, glaube ich, oftmals sehr viel Geduld haben. Und man darf darüber nicht zynisch werden, man darf nicht aufgeben und man darf nicht Nerven verlieren, man darf nicht mürbe werden und so weiter. Das Problem ist einfach eher, also die Suche, glaube ich, ist gar nicht so mein Problem. Ich habe schon noch Geduld zu warten. Mein Problem ist dann eher, dass ich durch die schlechten Erfahrungen wirklich einen ziemlichen Knacks weg habe. Und das sind einfach Geschichten, die kann ich nicht vergessen und die kann ich auch nicht verzeihen. Und auf der anderen Seite mag ich das aber nicht, dass ich immer noch diesen Hass in mir habe. Ja, weil das falsch ist. Jeder neue Mann ist neues Spiel. Ja. Ne? Da darf nichts nachklingen aus der Vergangenheit. Da machst du dir das Neue nämlich kaputt mit. Ja, schon, aber wie willst du das ausschalten per Knopfdruck? Das geht nicht. Ja, also das ist eine Frage der Haltung und der Disziplin, dass man sich da wirklich auf einen neuen Menschen einlässt und dem und sich selbst, somit sich selbst auch wieder eine neue Chance gibt für eine neue Liebe, für eine Liebe, vielleicht für die Liebe dann. Und wie würdest du dir das dann versuchen einzureden, dass das Alte praktisch nichts mehr wert ist, weil ich schlepp das schon irgendwie mit? Also indem man immer wieder, wenn man bemerkt, dass man dran denkt und dass man sich wieder vielleicht auch reinsteigert in die Erinnerung, dass man es einfach immer wieder wegdrückt. Also so mache ich das, so habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist bisweilen schwierig, aber ich glaube, das ist der einzige Kniff und Dreh, wie man das hinbekommt. Und diesen Hass, den man aber noch auf die Leute hat, wenn man einfach wirklich reingelegt wird, wenn wirklich teilweise Maschen dabei waren, die einfach eiskalt sind. Und das finde ich, das kann ich halt nicht nachvollziehen, weißt du, weil dann sollen sie offen zu jemand sagen, dass sie nur Sex wollen und sollen nicht eine Mädel wochenlang was vorspielen und die ist dann total verletzt. Vielleicht angelst du im falschen Teich, Annette. Somit komme ich auf das zurück, was ich gerade sagte. Ja. Dass du vielleicht wirklich auch gezielt irgendwie abfährst im ersten Moment auf solche Mackertypen, die dir gar nicht gut tun. Vielleicht solltest du mal auf dich versuchen, mal das Jagdspektrum, sage ich mal so, ein bisschen zu erweitern und vielleicht auch auf Männer dich zu konzentrieren, die du früher gar nicht so ernst genommen hättest. Ja, das habe ich eigentlich schon versucht. Weiter versuchen. Nicht mehr so beeindrucken zu lassen von Leuten, die sehr selbstsicher auftreten, sondern ruhigen Leuten eher eine Chance zu geben. Das habe ich eigentlich schon versucht, aber ich hatte halt die letzten 3 Jahre 0,0 Kontakt zu Männern. Also was jetzt natürlich unterhalten, aber ich kann da nichts mehr zulassen. Ich will irgendwie im Moment, ich habe irgendwie so ein Schutzbedürfnis, so das nicht nochmal zuzulassen, dass mir jemand wehtun kann. Ja. Gut, da musst du natürlich aufpassen, dass du dich jetzt nicht zu sehr zurückziehst, dann bist du irgendwie völlig isoliert und dann kommst du da gar nicht mehr raus. Also, ich würde sagen, gib den Männern eine Chance weiterhin, auch anderen Männern, die du bisher nicht so im Visier hattest. Geduld. Okay. Ich hoffe, dass wir in vielleicht gar nicht so langer Zeit nochmal reden, dann sagst du, jetzt ist er da. Schau mal. Und ich habe den Glauben in die Männer wiedergefunden. Ich hoffe schon mal. Ich hoffe es. Lieber Nette, alles Gute. Danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Nicole ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hier ist die Kieler Sprosse Nicole. Da ist die Kieler Sprosse Nicole. Ja. Über was unterhalten? Ich habe schon mal vor 2 Jahren mit dir telefoniert. Mhm. Und zwar war damals das Thema, ich schäme mich. Und ich hatte angerufen, weil alle Leute zu mir sagen, du solltest dich was schämen. Mhm. Schäme mich aber gar nicht. Und zwar bekomme ich seit meinem 16. Lebensjahr Sozialhilfe. Erinnerst du dich noch an mich? Oh ja, ich glaube ja. Ich glaube, es dämmert gerade. Ich glaube auch, dass ich dich sehr beschimpft habe. Ne? Wie bitte? Ich glaube auch, dass ich dich sehr beschimpft habe. Du hast mich beschützt? Hab ich? Nee. Na, erzähl mal ein bisschen von dir. Und warum, vor allen Dingen, warum rufst du heute wieder an? Ja, ich wollte mal so den neuesten Stand der Dinge sagen. Und zwar bekomme ich immer noch Sozialhilfe. Ich habe schon mal so ein paar Jobs zugewiesen bekommen. Ja. Aber ich bin also ziemlich abgemagert. Und wie abgemagert? Also du bist wirklich körperlich abgemagert? Ja, also kriegst du zu wenig Sozialhilfe? Hungerst du? Nee, das liegt so in meiner Natur. Ich esse nicht gerne viel. Ah, ja. Und dann kann ich mich immer so mit meinem Körpergewicht rausreden, kann sagen, oh nee, dafür bin ich zu schwach. Ach so, das ist ein Trick. Das ich nicht. Ja, das ist ein Trick. Jetzt müssen wir nochmal die Grundfakten klären. Du bist 26 Jahre alt, hast in deinem Leben noch nie gearbeitet. 29. Mhm. Hast du in deinem schon Unterschied, also noch 29 Jahre alt, fast 30, noch nie gearbeitet. Richtig, also immer nur, wenn ich mal irgendwo hingeschickt werde.
Ja. Dann komme ich auch immer an mit fertigen Haaren und Jogginganzug und so, aber teilweise werde ich dann trotzdem genommen, manchmal. Ja, aber dann drehst du das irgendwie so, dass du da nicht lange arbeiten musst. Ja, und bin manchmal einmal Gastronomie und habe ich dann sehr unfreundlich zu dem Publikum. Ja. Bin dann rausgeschmissen worden. Also das Längste war bisher? 7 Tage. 7 Tage? Ja. 7 Tage, du hast in deinem Leben bisher 7 Tage gearbeitet. Ja. Der Rest ist Sozialhilfe. Ja. Volle Kanne. Wie viel Sozialhilfe, ich muss es wissen nochmal, wie viel Sozialhilfe bekommst du im Monat? 293 Euro. Wie viel? 293 Euro. Ja. Plus 322 Euro Miete. Ja. Plus Krankenversicherung. Ja. Plus Kleidergeld. Plus Weihnachtsgeld. Das sind dann so ungefähr, wie viel Euro, wenn man das so alles zusammenrechnet? Kleidergeld und sowas? 700 im Monat ungefähr. 700 Euro im Monat? Ja. Mhm. Für nix, ne? Ist ja nicht schlecht. Das ist jetzt so, ich habe also sehr günstig einen kleinen Wohnwagen bekommen. Ein Wohnwagen? Ja. Wer hat den bezahlt? Also ich habe schon so ein bisschen Rücklagen, weil das ist halt so, ich esse halt nicht viel, ich rauche nicht. Aber die Rücklagen kommen von der Sozialhilfe? Ja. Mhm. Und dann ist es halt so gewesen, also ich hatte erst beim Freund gewohnt, habe meine Wohnung vermietet, das darf das Sozialamt nicht wissen, dann habe ich die Miete, habe ich mir eingesteckt. Und dann habe ich also ja halt so Freunde, die mich halt auch mal zum Essen einladen und mal eine CD kaufen und so. Und habe ich mal ein bisschen Geld zurückgelegt, habe den Wohnwagen sehr günstig gekauft. Mhm. Ich vermiete meine Wohnung. Nach wie vor? Ja. Und jetzt habe ich mir also meine Haare schwarz gefärbt, habe mir so eine Kristallkugel gekauft. Mhm. Und über Handy annonciere ich, dass ich halt auch so Karten lege. Das mache ich dann noch im Wohnwagen nebenbei. Das machst du schwarz? Ja. Ja. Und du wagst es, hier anzurufen und das zu erzählen? Ja, ach, warum nicht? Ne? Weil ich wollte ja eigentlich nur sagen, alle anderen sind ja doof. Ja. Und wir sind so doof und finanzieren dich. Ja. Ne? So ist es. Das ist eigentlich Dummheit, ne? Ja, völlige Dummheit. Ja, es gab auch mal so eine tolle Partei. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Die KKP oder so ähnlich. Und das waren also so Linksradikale und die wollten nur saufen und Gelder abkassieren. Und die hast du gewählt? Die habe ich gewählt, weil die fand ich total toll. Ja. Bei anderen Politiker sind ja auch so, aber die geben das wenigstens also, noch zu. Also 700 Euro im Jahr, im Monat zockst du so von unseren Steuergeldern ab. Ja. Dann begehst du noch einen mehr oder weniger einen Betrug, indem du deine Wohnung vermietest, was du nicht darfst. Ja. Und eine zweite Ungesetzmäßigkeit, etwas Ungesetzliches begehst du, indem du schwarz arbeitest, ja, als Wahrsagerin und nebenher auch noch gut Geld verdienst. Ja, und die Leute glauben das auch immer. Man sagt immer was aus der Kugel, ne? Mhm. Und ich misse ja die Karten. Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe da sogar eine Stammkundin, die ist 71 Jahre. Ja. Kannst du denn verstehen, dass sehr viele Menschen jetzt, meine Person eingeschlossen, sehr wütend sind? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil wir bezahlen dich ja. Ja. Ne? Das ist die alte Diskussion. Ihr seid faul, die ihr so etwas in Anspruch nehmt. Ihr bringt den Ruf in Misskredit von Menschen, die wirklich Sozialhilfe brauchen. Ja. Und wir zahlen's. Ja, aber eigentlich ist das auch so, wie ich das mache, doch richtig. Weil ich suche jetzt auch noch einen vierten Weg, um irgendwie noch an Geld ranzukommen. Ich finde es völlig daneben, was du machst. Ich finde, dass du die verdammte Pflicht hast, als junge Frau arbeiten zu gehen. Ja. Finde ich. Und wenn du schon Sozialhilfe, aber so klappt das ja auch, und wenn du schon Sozialhilfe gut in Anspruch nimmst, dich dann zumindest auch an die Gesetze zu halten. Ja, aber so lebe ich ja sehr gut. Ja, aber es geht, das ist uns piepe egal, ob du so gut lebst. Uns als Gemeinschaft, wir sind daran interessiert, dass es gerecht zugeht. Ich weiß, es geht vieles nicht gerecht zu. Mhm. Aber das, was du gerade schilderst, ist wirklich ein Hammer, finde ich. Ja, also ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, weil ich gucke natürlich nur auf mich, also ich kann davon ganz gut leben, ne? Ja, und wir gucken auch auf uns und gucken, dass es gerecht zugeht. Ach, was ist gerecht in dieser Welt? Wenn Kinderschänder 2 Jahre auf Bewährung bekommt, ist auch nicht gerecht. Ah, dann meinst du, dann kannst du auch das Sozialamt abzocken. Ja. Du meinst, eine Ungerechtigkeit rechtfertigt die andere Ungerechtigkeit. Ja. Findest du? Bin ich völlig anderer Auffassung. Und guck mal, von den Steuergeldern werden Waffen gekauft. Ja, die Diskussion also, will ich auch gar nicht erst anfangen. Das ist für mich ein Argument, um keine Steuern zu bezahlen. Da werden Waffen von gekauft. Ja. Zum Beispiel. Ja, aber es wird auch vieles, vieles, vieles andere gemacht, wovon du auch profitierst. Du fährst mit deinem Wohnwagen über Straßen, du gehst über Straßen. Ja. Es gibt hunderte von Beispielen, wie das Gemeinwesen halt instand gehalten wird. Ja. Mhm. So. Und nun?
Ja, nee, wollte ich eigentlich nur mal so den neuesten Stand sagen. Und du glaubst es ja, Domi sitzt da, sagt ein paar kritische Worte und dann ist es wieder gut. Ja. Dem ist aber jetzt nicht so in diesem Fall. Nee. Weißt du, dass wir das zur Anzeige bringen werden, was du mir jetzt gerade erzählt hast? Ja. Ja. Ich finde, ich als Staatsbürger fühle mich dazu verpflichtet, das zu tun. Wenn ich höre, dass wirklich so ein Betrug begangen wird, ja, möchte ich das nicht einfach hier so mal talken und mich empören und tschüss und das nächste Thema. Ich finde, dass schon Menschen, die so etwas tun, was du da tust, dass da schon eine Riegel vorgeschoben werden muss. Ja. Finde ich schon, Nicole. Nee, gut. Bin ich nicht böse drüber. Ja. Und wir werden an der Sache dranbleiben. Alles klar. Okay? Mhm. Auf Wiederhören. Tschüss. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja wirklich ein Hammer. Und das werden wir. Und das werden wir. Laura, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hast du es mitgehört gerade? Ja, habe ich. Ist es nicht unfassbar? Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Also die Dreistigkeit dann auch noch zu haben und auch noch hier anzurufen, in aller Öffentlichkeit zu sagen, ich zocke nicht nur ab, sondern ich betrüge auch noch das Sozialamt und den Staat. Ja. Nee. Aber wir haben ja die Telefonnummer und wir werden da schon was unternehmen jetzt. Ja, das hoffe ich. Laura, ja, jetzt zu uns beiden. Ja. Über was reden wir? Über Parkplatzsex, Anonymsex, Blind Dates. Parkplatzsex. Ja. Anonymsex. Ja. Blind Dates. Hm. Und alles mit Laura. Ja. das ist aber alles noch nicht wirklich real geworden. Oh. Es passiert alles nur in deinem Kopf, in der Fantasie? Ja, im Moment noch. Erzähl, hast du eine Beziehung im Moment? Nein, im Moment Nein. nicht. Du bist solo? Ja. Und dir gehen jetzt die verrücktesten Sachen durch den Kopf? Ja. So nach dem Motto, ich würde gerne mal Parkplatz-Sex machen. Genau. Ehrlich, ist es so? Ja. Warst du früher eine ganz brave? Ja, ich habe 10 Jahre in einer Beziehung gelebt. Ja. In der ich eigentlich fast überhaupt gar keinen Sex hatte. Ja. Und ich habe eigentlich immer gedacht, das ist normal so. Ich bin einfach so. Ich habe kein Verlangen nach Sex. Mhm. Wie lange, wann bist du aus der Beziehung raus? Ja, das ist jetzt 4-5 Jahre ist das ungefähr her. Mhm. Und in der Zeit danach, gab es da Sex? Ja. Das gab es? Mhm. Ja. Guten Sex? Ja. Viel Sex? Ja, aber jetzt nicht mit vielen Männern, sondern hauptsächlich mit einem. Ich hatte danach nochmal eine Beziehung, wo das eben wirklich völlig anders war, wo ich mich komplett neu entdeckt habe. Diese 10 Jahre, als es fast gar keinen Sex gab? Ja. Gab es fast gar keinen Sex oder gar keinen Sex? Also die letzten Jahre gab es eigentlich gar keinen Sex. Hast du da in der Zeit an Sex gedacht schon mal? Oder war es völlig, wirklich völlig weggedrängt? Also ich hatte kein Verlangen, nein. Mhm. Also sagen wir mal sowas, dass ich, wenn ich mal irgendwie schöne, nette Bilder im Fernsehen gesehen habe oder so, wenn irgendwas war, was mich angesprochen hat, dann hatte ich schon mal Lust. Also ich brauchte irgendwie schon irgendwie eine Anregung, aber es war nie so, dass ich also Lust hatte. Es war komplett verschüttet, die ganze Sache. Das brach dann auf, als du dich von der langjährigen Beziehung getrennt hast. Genau. Da hast du so ein bisschen Lunte gerochen, wie man sagt. Ja. Ne? Ja. Und jetzt geht's aber richtig los, oder? Oder soll es richtig losgehen? Es soll richtig losgehen. Jetzt erklär mir mal diese Entwicklung. Also du hast dann nochmal eine Beziehung gehabt und hast auch gute sexuelle Erfahrungen gemacht. Hm. Warum jetzt den Schritt in diese eher anonyme Sexwelt? Ich weiß gar nicht. Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Was stellst du dir denn darunter vor? Welche schmutzigen Fantasien hast du denn? Ja, was heißt schmutzige Fantasien? Mich macht das einfach irgendwie an, dass ich mich irgendwo mit einem völlig unbekannten Mann zu treffen. Mhm. Also die Vorstellung? Ja. Du hast das ja noch nicht gemacht, ne? Nein, jetzt so in dieser Form noch nicht. Ja. Also mit einem völlig unbekannten Mann zu treffen und es dann krachen zu lassen. Ja. Oder auf einen Parkplatz zu gehen, wo auch nur Menschen sind, die du nicht kennst. Ja. Bist du schon mal auf so einem Parkplatz gefahren und es ist noch nichts passiert, aber nur mal so ein bisschen. Ja. Hast du schon, ne? Ja. Und das hat dich wibbelig gemacht. Ja. Ja, sagt sie. Ja.
Ja, warum tust du es denn da nicht? Du bist ja eine erwachsene Frau von 35. Sagen wir mal so, ich habe ein bisschen Angst. Weil ich nicht wirklich weiß, ich meine, es ist ja nur noch nicht ungefährlich. Ja, in der Tat muss man das klar herausstellen, dass es natürlich für eine Frau immer auch ein Risikofaktor ist, so etwas zu unternehmen. Auch diese Blind Dates finde ich für eine Frau auch riskant. Ich würde das auch nie irgendwie in deiner Stelle in deiner Wohnung machen oder in einer anderen Wohnung, sondern erstmal sich in der Öffentlichkeit treffen. Ja. Dann ist immer noch genügend Risiko da, aber da hast du recht. Das ist natürlich sehr ernst zu nehmen. Auch wenn du auf einem Parkplatz fährst, bist du als Frau natürlich viel mehr gefährdet, als denn, wenn ein Mann das macht. Ja. Das ist ja richtig. Genau, ja. Genau. Und das ist so, ich meine, das ist nicht die einzige Hemmschwelle, aber das ist so eigentlich mein größtes Problem, was ich habe. Ja. Was ist die andere Hemmschwelle? Gibt es noch eine kleinere? Nämlich? Überhaupt das zu tun. Ja, Scham. Also, ja. Na klar. Ja. Also es ist was anderes, das im Kopf so durchzuspielen und dann wirklich tatsächlich real zu tun. Gibt es denn nicht andere Spielformen, die weniger gefährlich sind, was du machen könntest? Also wenn, in einen Swingerclub gehen, auf Sexpartys gehen, oder sowas, erstmal damit anfangen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also ein Swingerclub würde mich schon auch mal interessieren, aber eigentlich im Moment irgendwie nicht. Ja. Da würde ich, glaube ich, auch nicht alleine hingehen wollen. Ja. Also vielleicht wäre wirklich der Schritt ganz gut in so eine etwas, ich sag mal, anonymere Sexwelt, wenn du das in einem solchen Rahmen machen würdest, wo es wirklich ja nicht so gefährlich ist oder gar nicht gefährlich ist, im Swingerclub oder auf einer Party. Ich will dir da nicht zureden mit dem Parkplatz-Sex. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Reiz ausübt, aber es ist definitiv eine Gefahr da. Ja, genau. Kannst du es nicht mit jemandem zusammen machen, mit dem Typ zusammen? Hast du jemanden, mit dem du so ein lockeres Verhältnis hast, dass man das geht dann? Mhm. Nee. Also da bin ich ja auf der Suche. Ja. Also definitiv würde ich dir da nicht zuraten. Vor allen Dingen, wenn du selbst auch schon so ein bisschen ängstlich bist oder die Bedenken hast, ne? Dann würde ich sagen, nee, lass es erstmal, lass es sein. Vielleicht ergeben sich irgendwelche Dinge mal, dass du mit mehreren Leuten das mal tun kannst, aber mach es dann nicht alleine. Such dir irgendwelche anderen Sexwelten, die harmlos sind, aber dennoch interessant vielleicht und für dich auch attraktiv. Ja, im Moment ist es einfach auch echt so, im Moment reicht mir eigentlich auch schon die Vorstellung. Ja. Muss ich sagen. Ja, dann ist doch auch schon mal gut erstmal. Ja, finde ich auch. Weißt du, mit dem Swingerclub, da gibt es ja nun auch solche und solche. Da gibt es die ganz biederen, wo man vielleicht nicht so gerne hingehen will, weil es alles ein bisschen spießig zugeht. Aber es gibt ja nun auch schon ziemlich gute Clubs mit gutem Ambiente und wo es wirklich sauber ist und vielleicht auch luxuriös oder schräg auch und wo auch ein interessantes Klientel verkehrt. Mach dich da einfach ein bisschen schlau und geh mit einer Freundin mal dahin. Hast du eine Freundin, die sowas mitmacht? Nee. Also von dieser Seite von mir, da kennt mich eigentlich so gut wie gar keiner. Du bist im Leben die ganz Brave. Ja, bin ich. Die ganz ordentlich. Ich bin auch bisher die ganz Brave gewesen. Was machst du vom Beruf? Darf ich fragen? Ich bin Krankenschwester. Ah ja. Ja, das sind die sind manchmal ganz scharf drauf, die Krankenschwestern. Das höre ich immer wieder. Was ich alles schon hier von Krankenschwestern gehört habe. Und wenn man die dann so sieht im Krankenhaus, in der Praxis sind die immer so ganz... ganz seriös, ne? Und da muss ich immer so schmunzeln und denken, wer weiß, du auch vielleicht? Naja. Also Laura, kein Rat, kein Tipp von meiner Seite aus, das zu tun, mach's nicht, ist zu gefährlich, ist es nicht wert, stell dir vor, es passiert irgendetwas, nur wegen profanen Lustgeschichten da, ist es nicht wert, mach andere Sachen, es gibt genügend geile Sachen, die nicht gefährlich sind. Und dann erzähl mir mal wieder davon. Ja, das mache ich. Darf ich dich gerade am Ende noch was fragen? Ja. Hast du heute Abend TV Total gesehen? Nein. Ja, ich habe mal kurz reingeseppt, aber ich habe es nicht komplett gesehen. Ich muss nämlich fragen, ich habe so ein bisschen rumgeseppt und eigentlich kann ich diese Castingshows nicht mehr angucken. Aber da sang heute Abend ein junger Mann, der hieß Maximilian. War das der dieses unendliche Lob gekriegt hat? Ja. Den habe ich leider nicht gesehen. Der war... Ich stoße hier schon an mein Mikrofon. Der war unvorstellbar gut. Ich saß vor meinem Fernseher und das ist, glaube ich, nicht. Ain't No Sunshine, dieses Lied hat er gewonnen. Ja, ja. Das war so sensationell gut, ich würde gerne wissen, ob er gewonnen hat. Weil ich nämlich dann unterwegs zum Studio war und das nicht mitbekommen habe. Aber du weißt es auch nicht. Ich leider auch nicht. Gut, vielleicht erfahre ich das heute Abend während der Sendung noch. Ja. Liebe Laura, alles Gute. Ja. Und in dem Sinne von gerade, ne? Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0800 220 50 50. Sonja, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sonja. Um was geht's bei dir? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es ist schwer zu erklären. Also ich habe eine seltene, unheilbare Erkrankung, die sehr schnell zum Tode führt. Was ist das für eine Erkrankung? Das nennt sich pulmonale Hypertonie. Mhm. Und zwar ist das eine Erkrankung, wo das Herz und die Lunge betroffen sind. Ja. Mit sehr schlechter Prognose. Ja. Das heißt also, die Blutgefäße der Lunge, die verengen sich und man kriegt eine starke Druckerhöhung. Ja. Und damit werden die restlichen Organe nicht mehr verseucht. Seit wann hast du die Krankheit? Die ist festgestellt worden letztes Jahr im Juli. Hast du, bemerkst du, dass die Krankheit sich rapide verschlechtert, verschlimmert? Ja, das merkt man, weil wenn ich sitze, wenn ich liege, geht das. Aber wehe, ich stehe auf, dann kriege ich kaum noch Luft. Ich kriege dann Erstickungsanfälle. Ja. Und werde dann, wenn es ganz schlimm kommt, ohnmächtig. Und dann kann das passieren, dass der Tod eintritt. Das haben die Ärzte dir so gesagt? Ja, die Ärzte haben mir damals eine Prognose gegeben im Juli von maximal 2 Jahren. Ja, das ist aber auch sehr schwer, dann mit so einer Prognose zu leben. Ja, das ist so. Also diese Krankheit, die ist sehr selten und die kann nur behandelt werden in medizinischen Hochschulen. Mhm. Das Problem ist aber, dass diese Krankheit noch nicht richtig erforscht ist. Ja. Also dass es dafür Co-Medikamente gibt, die zugelassen sind. Immerhin hast du offensichtlich einen pfiffigen Arzt gehabt, der das diagnostizieren konnte. Nein, das ist ja das Problem. Ich habe einen Arzt gehabt, das ist verursacht worden durch Lungenembolien. Ach so. Und der Arzt, der hat diese Lungenembolien nicht erkannt, obwohl das ein Lungenfacharzt war. Ja. Und ich 20 Jahre bei denen in Behandlung war und ihnen vertraut habe und auch gemerkt habe, wenn ich eine Embolie kriege, weil ich schon mal eine hatte. Und wer hat dann letztendlich die Diagnose dieser Krankheit gestellt? Die Diagnose, das hat also die Herzklinik festgestellt. Ach so. Ah ja. Und jetzt werde ich also in Hannover, muss ich jetzt immer hin, weil da gibt es eine Spezialabteilung für. Mhm. Und das ist jetzt mein Problem. Ich stehe ein bisschen im Zwiespalt. Andersrum ist die Krankheit ist nicht aufzuhalten. Mhm. Die kann man nicht stoppen. Ja. Aber das ist eine Forschungsstation. Und das ist mein Problem. Ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Auf einer Seite möchte ich, dass man mir hilft. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Angst, dass man mich benutzt für Forschungszwecken. Ah, ja. Weil man das unterschreiben muss, weil die Medikamente noch nicht richtig zugelassen sind. Weißt du denn, wie viele Menschen das in Deutschland zum Beispiel haben? Also ganz wenige. In Deutschland haben das vielleicht höchstens 500. Ja, ja. Ganz selten. Ja. Es gibt keine ausreichende Forschung und man experimentiert im Moment noch. Und du hast die Sorge, als Experimentierkaninchen da vielleicht gebraucht oder missbraucht zu werden. Richtig. Auf einer Seite möchte ich natürlich, dass sich die Symptome lindern, dass ich wieder laufen kann, weil ich war, bevor das bekannt wurde, war ich leitende Hausdame im Hotel. Ja. Und das Problem ist natürlich jetzt durch die Krankheit, ich musste alles aufgeben. Bei mir wird aber alles abgelehnt, Rente, alles. Und du kannst ja wahrscheinlich auch gar nicht deinen Haushalt alleine führen, oder? Nein, es ist sehr, sehr schwer. Bist du verheiratet? Ja. Hast du Kinder? Ja. Wie viel? Ich habe einen Sohn. Einen Sohn, wie alt ist der? Der ist 25. Ah ja, das heißt, der ist schon mal aus dem Haus, den musst du nicht versorgen. Richtig. Mhm. Wenn du gar nichts unternehmen würdest jetzt. Dann würde ich also sterben. Letztes Jahr, da stand das so auf der Klippe, wo man das im Juli festgestellt hat, dass der Arzt zu mir also ganz krass gesagt hat, weil ich hatte ja vorher, wie gesagt, meinen Unterkiefer verloren durch Knochenkrebs. Das war 2002 im August. Ach, das auch noch? Ja, dadurch habe ich das natürlich danach gemerkt, dass ich beim Laufen schlecht Luft kriege. Gott, oh Gott, da bist du aber wirklich auch gebeutelt vom Schicksal, dass du diese Erkrankung hast und jetzt diese ungewöhnliche Erkrankung auch noch. Ja, und das Problem ist, dass die Sterblichkeitsrate höher ist als wie bei Krebs. Und man letztes Jahr dann zu mir gesagt hat, also man macht sich große Sorgen, ob ich das Jahr überhaupt noch überleben werde. Bist du denn jetzt in Hannover in dieser Spezialklinik auch in den letzten Monaten schon mit besonderen Medikamenten behandelt worden? Nein, das habe ich alles noch vor mir. Ach, das hast du noch vor dir. Ja, also das Schlimme ist, der Arzt, der das verschlammt hat durch die Lungenembolien, er hätte das vorher erkennen müssen, man hat festgestellt, dass ich die letzten 5 Jahre 20 Embolien hatte.
Ja. Und ich habe das immer gemerkt. Und er hat aber zu mir gesagt, das wäre in Ordnung, das wäre nur Verkalkung. Mhm. Und ich habe ihm natürlich vertraut. Sag mal, und diese Inulin, waren die Auslöser für diese Erkrankung? Das sind die Auslöser für diese Erkrankung. Und das macht es so schwer. Also, lass uns aber jetzt mal zu dem Konflikt kommen. Ich vereinfache das mal. Auf der einen Seite bist du, Sonja, 49 Jahre alt, schwerst erkrankt. Ja. Eine Krankheit, die es ganz selten gibt, die quasi jeden Tag zum Tod führen kann. Richtig, wenn du dich bewegst, wenn du dich anstrengst, wenn du dich aufregst vielleicht auch. Genau, also zum Beispiel, ich gehe runter, wasche mir die Haare, komm hoch, bin ich blau. Ja. Ist so ein Gespräch für dich jetzt auch aufregend? Ist das eine Anstrengung? Nee, normalerweise nicht. Also die Aufregung, die habe ich an für sich schon also schon ein bisschen, verarbeitet, will ich mal nicht. Gut. So. Aber ich habe mich damit abgefunden. So, und jetzt haben wir das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, da ist eine Klinik in Hannover offensichtlich, eine Spezialklinik, die forschen an dieser Erkrankung. Richtig. Und die sagen, wir können sie behandeln, wir geben aber keine Garantie. Und es ist in einer gewissen Weise auch ein Experiment, was wir da ausüben an Ihnen. Ne? Ja, so kann man sagen. Die sagen zu mir, die können mich behandeln, um die Symptome zu lindern, aber die können die Krankheit nicht stoppen. Aber die könnten vielleicht bewirken, dass sich dein Leben verlängert oder dass dein Leben auch etwas angenehmer wirkt. Ja, richtig, genau. Mhm. Aber das Problem ist jetzt natürlich die krankenkassenliche Verordnung. Diese Medikamente, die es da gibt, die sind also sehr teuer. Da kostet ein Medikament, das sind 56 Tabletten, kosten 4.500 €. Oh. Jetzt habe ich natürlich Stress mit der Krankenkasse. Die möchte gerne, dass ich mich mit 10% daran beteilige. Ja. Und der Professor, der mich aber selber behandelt, der hat gesagt, also das kommt gar nicht in Frage. Ja. Und der muss ich ja auch irgendwie da immer hinkommen. Also die übernehmen keine Fahrtkosten oder sonst irgendwas, weil ich kann ja kaum laufen. Also folgedessen muss ich sehen, dass ich mit der Taxe zum Bahnhof hinkomme und vom Bahnhof mit der Taxe da wieder hin. Nämlich wenn ich ganz mit der Taxe fahren würde, also ich habe momentan einen Unkostenfaktor im Monat von den Fahrten von 500 €. Ne? Also nach den neuesten Entscheidungen heute in Berlin fällst du, glaube ich, in die Kategorie, wo die Taxifahrten wieder erstattet werden. Ja, nur das ist sehr schwer, das durchzusetzen, weil die Krankenkassen tun sich sehr schwer. Aber ich glaube, das ist auch der Kleinkram, wenn du die Höhe des Medikamentes nennst. Ja. Das geht mir auch nicht in den Kopf. Wenn die Hochschule oder die Universität daran interessiert ist, mit dir zu forschen, dann können die doch auch die Kosten übernehmen. Das machen die ja auch. Also der Professor, der mich behandelt, der stellt ein Rezept aus und spricht vorher mit der Krankenkasse. Ja. Und er sagt, die Krankenkasse hat das denn gefälligst zu tragen. Ach so, meinte er das gerade. Das hatte ich gerade nicht richtig verstanden, wie du es gesagt hast. So, aber lass uns zu dem Grundproblem kommen. Ja. Der ist natürlich sehr schwer zu raten. Aber ich denke die ganze Zeit, ich habe mich jetzt versucht, mich, sofern man das kann, in dich hineinzuversetzen. Hm. Sofern ein Gesunder und ein Fremder das kann. Und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Aber ich versuche es mal einfach jetzt. Und das war ja auch der Grund deines Anrufes. Ja. Ich glaube, ich würde es machen. Ich glaube, ich würde es machen, weil ich mir ausmalen würde, was hast du sonst für eine Chance? Sonst hast du gar keine Chance. Hier hast du eine Chance und ein Risiko, aber eben auch eine Chance. Ja, also wo ich mich so drauf versteift hatte, das war Herz- und Lungentransplantation. Das hat man allerdings abgelehnt aufgrund meiner Vorerkrankungen, weil man weiß, durch was die Embolien ausgelöst worden sind. Daraufhin hat man das abgelehnt, weil wenn man eine Verpflanzung machen würde, dann würde man die Krankheit trotzdem nicht wegkriegen. Die würde die neuen Organe auch wieder kaputt machen. Wie sehr magst du denn das Leben? Wie sehr hängst du am Leben? Ich hänge an für sich sehr am Leben, wenn es erträglich ist. Nur wenn ich nicht mehr richtig rauskomme, weil ich war vorher an für sich fit. Ja. Ich habe also als Hausdame gearbeitet, dann kann man sich darunter vorstellen, wenn man natürlich. Ein großes Hotel und das 30 Jahre. Sonja, wie wäre es denn, wenn du das so für dich entscheidest, dass du dich erstmal darauf einlässt und erstmal selbst auch spürst, wie die Wirkungen sind, was die Medikamente, was die Therapie mit dir macht und es einfach dann peu à peu immer wieder neu entscheidest. Du kannst es ja zu jeder Zeit abbrechen, wenn du es nicht mehr willst. Ja, da habe ich natürlich Angst vor, dass ich auf diese Nebenwirkungen also sehr stark reagiere. Ne? Das ist eben halt, wie gesagt, das Problem, weil es stehen mir noch Untersuchungen bevor. Ja. Also die sind qualvoll. Ich meine, gut, Schmerzen habe ich genug ertragen, da habe ich an für sich keine Angst mehr vor. Mhm. Ich habe nur Angst davor, also weil ich nicht weiß, was der nächste Schritt dann ist. Ne? Also ich möchte jetzt nicht leichtfertig sein, deswegen winde ich mich jetzt auch so ein bisschen, weil
das schon ein sehr, sehr komplexes Problem ist. Aber ja, ich sage es von meiner Seite aus nochmal, dass ich so ganz persönlich meine, ich, die Privatperson Domian, ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es machen. Naja, ich habe das jetzt schon zweimal verschoben aus meiner Angst her. Und weil das ist ja so, man kriegt schlechten Platz auf der Forschungsstation. Mhm. Dann haben die mich aber schon vorgesetzt, also auf den ersten Platz. Mhm. Und dann habe ich immer irgendwie Ausreden gehabt, weil ich habe Angst. Also die Angst spielt immer mit. Ich meine, ich würde gerne mal noch eine andere Meinung hinzuziehen, nämlich die von meiner Psychologin. Ja. Wäre das für dich in Ordnung? Ja, doch. Ja, dann hörst du auch noch eine andere Meinung und hast auch nochmal die Möglichkeit, auch nochmal etwas länger, nicht im Rahmen, Zeitrahmen an dieser Sendung hier, dich zu unterhalten. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Können wir machen. Also das ist also sehr, sehr schwer, nicht wirklich. Das glaube ich, ja. Und vor allem Selbsthilfegruppen, die findet man selten. Ja, es ist ja auch so ein spezielles Problem jetzt, wo man wahrscheinlich gar keine Selbsthilfegruppen genau für das Problem so hat. Doch, es gibt eine, aber ganz in Rheinstetten, in Karlsruhe. Ah ja. Mhm. Und der Mann, der das leitet, der ist selber betroffen. Der war vorher Vorsitzender von den Grünen. Und der hat mir also sehr, sehr viel geholfen. Da habe ich im Grunde genommen die Ärzte, also ich habe schon so einen Hals gekriegt, wenn ich das immer höre. Ich war bei jedem Arzt und habe immer zu ihm gekriegt, es tut uns leid, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Jetzt machen wir es so, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Und ich hoffe, dass du eine richtig gute Entscheidung triffst für dich. Alles klar. Alles Liebe von Herzen, Sonja. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Es geht weiter mit Heike und Heike ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Einen wunderschönen, ja. Eine Gratis-Minute für dich, wo du mal nicht überlegen musst. Du hattest vorhin, glaube ich, die Laura gefragt, ob der Maximilian gewonnen hat. Ja. Stefan Raab. Und? Ja, er hat gewonnen natürlich. Fabelhaft. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe vor dem Fernseher gekniet, habe gedacht, das ist unfassbar, dass ein Typ so toll singt. Eine geile Stimme. Unglaublich. Ja, also er wurde auf Platz 1 und dann war doch noch irgendwie, drei Mann wurden doch ausgewählt und die eine Schwatte noch. Am Schluss mit den kurzen Haaren, die. Ich habe das nicht ganz verstanden, das Spiel. Ist er denn jetzt bei der Vorentscheidung zum Grand Prix dabei? Oder? Nee, noch nicht ganz. Ach, es gibt noch eine Runde. Genau. Jetzt sind noch mal drei. Und dann ist noch mal eine Entscheidung, wo von der ersten Staffel drei, glaube ich, die zweite Staffel drei, die dritte und dann. Aber ich denke, der macht das Ding. Also ihn muss man wählen, diesen Maximilian. Ja, ne? Wenn er uns zuschauen sollte, dickes Kompliment. Ja. Liebe Heike, aber deshalb hast du nicht angerufen. Ich habe wirklich eigentlich nur deshalb angerufen. Ach so, das ist toll. Ja, da freue ich mich. Dann bin ich jetzt informiert. Ich habe so keine Probleme, Gott sei Dank. Wunderbar. Ich danke für die Information. Ja, bitte. Tschüss. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Das war ja nett. Und hier ist Dani, 33. Ja, hallo? Hallo, Dani. Hallo. Um was geht's bei dir, Dani? Ja, ich habe da so ein Problem. So. Also, ich bin seit 8 Jahren verheiratet, habe 2 Kinder und eigentlich läuft doch alles ganz gut. So, bis mein Mann halt meinte, er müsste halt, also dieser Sex, den wir zusammen haben, der reicht ihm halt nicht mehr aus. Mhm. Nach wie vielen Ehejahren hat er das gesagt? Seit 3, 4 Ehejahren. Ah ja. Und jetzt ist es halt so, dass er halt meint, weil es mit mir nicht ausreicht, möchte er gerne mit irgendjemand anders irgendwie was anfangen. Aber das meint er dann ja schon ziemlich lange und er liegt dir dann schon sehr lange damit in den Ohren. Ja. Ja. Genau. Was genau konkret meint er? Ein Dreier oder was will er? Nee, er möchte mehr so Analverkehr. Ach so, mit dir? Mit mir, ja, er wollte es eigentlich mit mir, aber mit mir klappt es halt nicht. Ah ja. Weil ich das nicht so schön finde. Also, er sucht nach neuen Praktiken innerhalb eurer Beziehung. Darunter ist. Ja, an sich hat es damit angefangen, innerhalb unserer Beziehung damit zu suchen, aber ja. Ja, also Praktik, Analverkehr würde er gerne machen, möchtest du nicht. Genau. Was gibt es denn noch, was er gerne mit dir machen möchte, wo du sagst, nee, ist nicht mein Ding? Ja, so Natur, Sekt, ja, solche Sachen. Ja. Ja, und ich stehe da halt nicht drauf. Ja. Ich möchte halt gern, so wie er sich halt immer ausdrückt, so einen Kuschelsex haben. Ja, und das ist ihm zu langweilig. Ja. So, jetzt wächst da wahrscheinlich eine Frustration bei ihm. Was genau will er jetzt? Will er jetzt ausscheren aus der, also sexuell? Nee, er möchte halt schon mit mir zusammen sein und möchte aber gleichzeitig irgendwie Sex mit anderen Frauen haben. Ja, wäre das für dich denkbar, dass er das macht? Ja, das ist schwierig.
Das ist schwierig, in der Tat. Aber ich finde es ja schon mal gut, dass ihr so offen darüber redet, dass er das nicht heimlich einfädelt und dass ihr das gemeinsam beratschlagt, was zu tun ist. Also rein theoretisch würde er gerne mal auf die Rolle gehen, vielleicht so One-Night-Stand-mäßig, ab und zu mal Mädel abschleppen, aber rein sexuell. Und aber die Ehe soll unangetastet bleiben und eure Beziehung auch. Ich weiß nicht, wie das so, also ich glaube, dass es für Männer einfacher ist, dieses Problem zu trennen, ne? Ja. Also diese Liebe und diesen Sex zu trennen. Ja. Ich verstehe das zum Beispiel überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Ja. Das verstehe ich nicht. Also ich kann es schon verstehen. Ja. Ich kann es schon verstehen, ja. Ich finde, dass man das durchaus, wenn man das mit dem Partner berät, dass man das auch trennen kann. Aha. Aber es geht natürlich nur, wenn der Partner damit einverstanden ist. Und es darf keine Spannungen geben. Man muss sich da sehr einig sein. Sonst. Und es gibt Beziehungen, die so funktionieren, ja, dass halt jeder irgendwie das macht, das was er will? Also ich kenne solche Beziehungen. Und es funktioniert dann immer gut, wenn es auf der Basis der Ehrlichkeit passiert. Das heißt, der Deal ist immer, wir sagen uns genau, was passiert ist und was wir tun, was wir mit anderen gemacht haben. Aha. Sodass gar kein Misstrauen entsteht und keine Spekulationen und so etwas. Und das funktioniert? Ja, ich kenne so einige Paare, wo es funktioniert. Aber es ist schwierig und es ist selten und es müssen beide wirklich wollen, sonst funktioniert es nicht. Aber, ja. aber du willst es nicht. Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil ich stelle mir halt schon vor, so, wenn ich mit jemand anders meinen Kuschelsex habe, wie er sich halt so ausdrückt, ne, dass das schon ganz nett ist. Ja. So. Aber er will ja mit einer anderen Frau gar keinen Kuschelsex haben. Nee, er will mit anderen Frauen keinen Kuschelsex haben. Er will knallharten Sex mit anderen Frauen. Ja. Ja. Mhm. Also, aber er sagt, dass er dich liebt. Ja. Er sagt, dass er auf jeden Fall die Ehe weiter leben möchte. Ja. Das stellt er gar nicht in Frage. Nee. Da ist nicht irgendeine Trennung oder sowas im Raum. Nee. Überhaupt nicht. Es geht einfach um die Frage hier, ich habe noch andere sexuelle Gelüste. Mhm. Könnte ich die ausleben? Genau. Mhm. Für dich? Das ist doch nicht normal. Also ich stelle mir immer so vor, also wenn ich jemand lieb habe, dann kann ich doch nicht hier mit irgendjemand anders wild rum. Ja, also ich glaube, dass man das nicht unbedingt so miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, dass man jemanden tiefst lieben kann und dennoch auch Sex, also in der Lage ist, fähig ist, Sex mit einem anderen zu haben. Das glaube ich schon. Weil du jetzt ein Mann bist? Ach, das können Frauen auch. Das ja, das können Frauen auch. Aber ich würde es niemals machen, wenn der Partner es nicht möchte. Und ich würde es auch nie jemandem raten, wenn nicht beide es wirklich wollen. Weil die Gefahr viel zu groß ist, dass man die Liebe beschädigt und die Beziehung beschädigt. Ja, und da bin ich mir halt nicht so sicher. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt akzeptieren oder nicht? Dein Mann ist auch in deinem Alter ungefähr. Ja. Du bist 33, 8 Jahre verheiratet. Mhm. Ich sag nochmal, ich finde gut, dass er es thematisiert. Es gibt hunderttausende, Millionen von Fällen, wo sowas verheimlicht wird, unterdrückt wird eine ganze Weile und dann gehen die Männer oder auch die Frauen fremd und es entsteht eine Doppelwelt, Doppelleben und dann ist alles eine Katastrophe letztendlich. Und du meinst, auf die Dauer würde sowas funktionieren, ja? Vielleicht ist es ja gar nicht auf die Dauer nötig. Vielleicht ist es einfach mal so in einem Ausleben und es findet sich dann wieder in Also ich habe da echt Schiss, dass er sich halt vielleicht auch in andere Frauen oder wenn ich irgendwie meinen, in Anführungsstrichen, Kuschelsex habe, dass irgendjemand sich halt doch in irgendwen anders verliebt. Ja, die Gefahr ist natürlich da. Meint, die Gefahr wäre nicht da. Ja, das würde überhaupt nicht passieren, weil es rein der Sex ist. Mhm. Klar, sagt man so, glaube ich auch, dass man das so klar trennen kann. Aber, eine gewisse Gefahr, dass er sich in jemand anderen verliebt, die ist immer in der Luft. Da musst du gar keinen Sex mit jemandem haben. Man verliebt sich meistens in jemanden, wo noch gar kein Sex stattgefunden hat. Weißt du? Das kann jeden Tag passieren, dass er sich in eine Arbeitskollegin, in irgendjemanden sehr verliebt. Aha. Also, man muss ja immer abwägen. Ich soll das also akzeptieren, ja? Na, ich will dir das nicht einreden. Ich will es dir nicht einreden. Aber die Frage ist, wie finden wir einen guten Weg, dass wir beide, das heißt du und dein Mann, dass ihr beide gut zusammenbleibt, ohne dass ich habe da vor diesem Schritt Ja zu sagen, habe ich echt Schiss vor, ne? Mhm. Dass ich jetzt sage, ja, okay, mach das, was du magst, ne? Mhm. Ich gucke halt auch zu, dass ich irgendwie auf meine Kosten irgendwie wo komme so. Ja. Aber ich habe da echt Schiss vor, dass das echt alles zerbricht. Und diese Gefahr ist, denke ich mal, da. Ja, und wir haben halt zwei Kinder.
Und irgendwie... Ich glaube, die Gefahr ist insofern schon ernst zu nehmen bei euch, weil du für dich das eigentlich kategorisch ausschließt. Ne? Du sagst, du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass du mit einem anderen Mann Sex hast. Jedenfalls nicht den er sich so vorstellt. Mhm. Na gut, es geht jetzt nicht um ihn. Ich frage dich, könntest du dir vorstellen, ab und zu auch mal mit einem anderen Mann Sex zu haben, nur auf der sexuellen Ebene? Das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Also das ist natürlich ein schwieriges Problem. Es ist wirklich ein schwieriges Problem. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, bei so einer Vereinbarung, würde ich es nicht machen. Ich stelle mir das halt, also so rein der Gedanke ist ja so nicht unbedingt schlecht, aber ich stelle mir halt vor, ich weiß, er geht halt jetzt raus, hier aus der Tür raus, geht zu irgendeiner anderen Frau, hat mit der Spaß und ich sitze da und kann mir hier irgendwelche wirren Vorstellungen machen. Mhm. Das finde ich halt ziemlich scheiße. Ja, vielleicht. Andererseits muss man sich oftmals auch von der Idee verabschieden, dass man vielleicht ein ganzes Leben lang mit einem einzigen Menschen oder mit dem Menschen, mit dem man verheiratet ist oder verbunden ist, nur mit diesem Menschen Sex zu haben. Ja. Ja. Ich glaube, dass ganz viele Menschen andere Sehnsüchte haben. Und wenn man nach anderen Modellen und nach anderen Wegen sucht, finde ich das immer gut, als dass man frustriert sich irgendwie einer Konvention hingibt. Und so funktioniert eine Beziehung? Also das wäre für mich was ganz Neues. Ja, also ich kann es dir nur aus meinem Freundeskreis sagen, ich kenne diese Modelle, die funktionieren. Aber es geht immer nur, wenn man ehrlich ist miteinander. Aha. Ich meine, versucht es doch mal. Macht doch mal ein Experiment. Und wenn es nicht geht und wenn du auch sagst, nee, das... Wenn es nicht geht, dann ist alles... Dann kann man sagen, nee, komm, wir machen das nicht mehr. Das funktioniert. Wenn das nicht geht, dann hat sich das erledigt. Das ist ja das Problem. Wie meinst du, dann hat sich erledigt? Ja, wenn... es nicht klappt, dann denke ich mal, hat sich diese Beziehung für uns erledigt. Warum? Warum? Seht es doch nicht so eng. Weil ich nicht mit dieser Vorstellung zusammen leben kann, dass ich hier mit einem Mann zusammen bin, der irgendwelche wirren Sachen, und ich weiß ja, was er machen will, mit anderen Frauen da gehabt hat. Ach, aber da muss man vielleicht aber ein bisschen jetzt großzügiger werden. Selbst wenn er das dann mal gemacht hat, ist doch das noch kein Grund, dass eure Beziehung kaputt geht? Wenn ihr beide euch... Nee, aber wirklich nicht. Nee, so eng darf man es nicht sehen. Da darf man sich nicht einmauern, auch moralisch nicht einmauern. Wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, beide, das geht nicht, das können wir nicht machen, dann seid ihr doch nicht beschädigt dadurch. Im Gegenteil, ich finde es eine tolle Sache, wenn ein Pärchen, wenn ein Paar sich so eine Freiheit nimmt und so einen unkonventionellen Weg mal versucht. Und wenn der Weg nicht gut ist, na gut, dann hat man erkannt, dass er nicht funktioniert, dann lässt man es halt wieder. Meine Auffassung, Dani. Also ich weiß nicht, ob ich das dann nachher noch kann. Also, wie gesagt, ich will dir wirklich nichts einreden. Ich sage dir nur, dass ich glaube, dass es auch andere Modelle gibt als dieses klassische Pärchenduell, wo nur zwei Menschen für sehr lange Zeit zusammen sind. Ja, so wie du das gerade sagst, scheint das ja mehrere Menschen zu tun. Ja, und es machen viel zu viele heimlich. Deswegen denke ich auch immer über Modelle nach, dass man es auch offen machen kann und dennoch seinen Liebsten oder seinen Lieben an der Seite hat. Ja, was ist denn Liebe? Tja, das können wir jetzt nicht mehr erörtern hier. Liebe Dani, denk mal drüber nach. Lass dich vielleicht auf ein Experiment ein. Ich glaube nicht, dass man da so viel kaputt machen kann. Aber mache auch nicht etwas, was zu sehr gegen deine Grundsätze ist. Dann geht es auch nicht. Man kann auch keinen Menschen nicht umkrempeln. Ja. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kann der eine oder andere anrufen, der Erfahrung mit solchen Dingen hat. Und du bist noch dabei und hörst es dir an. Ja, vielleicht. Okay? Sehr gut. Alles Liebe, Dani. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.48 Uhr. Das ist jetzt die Zeit für Yvonne. Und Yvonne ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Yvonne. Yvonne, was geht's bei dir? Mein Freund hat vor ungefähr 4 Stunden mit mir Schluss gemacht. Oh, du Arme. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, ungefähr 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Vor 4,5 Stunden Schluss gemacht. Mhm. Warum? Weil er sagt, er liebt mich nicht mehr. Kam das jetzt aus heiterem Himmel oder lag das schon irgendwie? Nein, das kam aus heiterem Himmel vor allen Dingen. Weil er mir vor ungefähr 4 Tagen noch eine SMS geschrieben hat, ich liebe dich. Hm. Wie unehrlich. Ja. Wie? Und jetzt kam er heute Abend zu dir? Nein, wir wohnen weiter auseinander. Ja. Sehen uns nur am Wochenende. Und wir hatten telefoniert und danach habe ich ihm dann eine SMS geschrieben, wo
dann halt drin stand, ich liebe dich, und dann kam er nur zurück, ja, ich freue mich, dich wiederzusehen. Und dann habe ich halt geschrieben, das ist halt nicht die Antwort auf meine, oder dass die Antwort ja nicht passt. Und dann hat er per SMS halt geschrieben, ich wäre der wichtigste Mensch in seinem Leben und er vermisst mich und denkt immer an mich, wenn ich nicht da bin. Aber wenn er mir sagen würde, ich liebe dich, dann würde er sich selbst und mich belügen. Oh. Das ging alles über SMS? Ja, und dann... Das ist ja auch schon wieder beschissen mit diesem SMS. Ja. Dass, man schon nicht mal, dass man solche wichtigen Sachen schon per SMS sich gegenseitig mitteilt. Ist doch blöde, warum habt ihr nicht telefoniert? Ja, ich habe danach auch sofort angerufen, weil ich damit überhaupt nichts anfangen wollte. Und? Ja, ist halt Schluss. Und dann hat er das bestätigt nochmal? Ja. Und wie kam es dann dazu, zu sagen, es ist Schluss? Hat er dann gesagt, ja, ich möchte auch Schluss machen? Nein, ich habe gefragt, ist denn dann wirklich Schluss? Und dann hat er mich gefragt, wie es denn dann so weitergehen soll. Also er hat dann ja wirklich rumlaviert. Ne? Erst schreibt er, du bist der wichtigste Mensch, er denkt, und aber das kann er nicht so richtig wiedergeben mit dem Lieben und dann ist Schluss. Ja. Und also als wir uns kennengelernt hatten, da habe ich halt, also da war ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe angefangen, mir halt selbst weh zu tun, aber schon vorher. Mhm. Und er hat mir halt darüber hinweggeholfen. Mhm. Also seitdem wir zusammen waren, habe ich halt nicht mehr gemacht. Und also heute Abend, nachdem wir telefoniert hatten, ist es gleich wieder passiert. Das heißt, du hast ja irgendwie in die Arme geritzt oder sowas? Ja. Mhm. Ihr habt euch am Wochenende das letzte Mal gesehen? Ja. Mhm. Da geht das Telefon? Ja, aber ist egal. Nicht, dass er das ist? Nein. Nein, ist er nicht. Mhm. Wie war die Stimmung am Wochenende? Wie sonst auch. Alles normal. Ich verstehe es nicht, echt nicht. Mhm. Weißt du, was man da sagen muss, Yvonne, traurigerweise? Dass der war schon wahrscheinlich sehr lange nicht ehrlich zu dir. Ich glaube, dass so ein Gefühl, was er jetzt beschrieben hat, dass er dich letztendlich nicht liebt, das fällt nicht vom Himmel. Das ergibt sich, das entwickelt sich. Und er hat es dir nicht gezeigt und es ist ziemlich gemein. Und er hat auch nicht den Mut gehabt, dir es ins Gesicht zu sagen. Hundertprozentig hat er am Wochenende auch schon so empfunden. Und da schickt der feige Kerl dir eine SMS. Und da musst du auch noch anrufen. Ja. Das ist sehr bitter und sehr, sehr blöd gelaufen. Das kann einem wirklich nur leid tun, dass jemand mit jemandem so umgeht. Vor allen Dingen, wenn man schon über ein Jahr zusammen war. Der will jetzt einfach eine normale Freundschaft aufbauen. Ich weiß nicht, ob das... Ach, das ist immer so ein Geschwaller mit dieser Freundschaft. Ja, das sagt man dann so. Aber das geht nur, wenn beide auch nicht mehr lieben, dann kann man eine Freundschaft machen. Wenn einer noch liebt, geht das nicht, weil das dann die Hölle für den ist, der liebt. Damit will er dich jetzt auch so ein bisschen trösten und er will dadurch irgendwie sich auch ein bisschen aus der Affäre schleichen mit der Freundschaft. Aber es ist sehr ernst zu nehmen, wenn er das so sagt, dass er dich nicht liebt. Dann liebt er dich wirklich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das super schmerzhaft ist, weil du dir... Ich habe ihn gefragt, ob er mir das ins Gesicht sagen könnte, ob er mir wirklich ins Gesicht sagen könnte, dass er mich nicht mehr liebt. Und dann hat er gesagt, er wüsste es nicht. Ja, es ist auch egal, ob er es dir ins Gesicht sagt. Er hat es dir gesagt. Er hat es dir gesimst und er hat es dir ins Telefon gesagt. Also... Er hat es dir jetzt gesagt. Und wahrscheinlich wirst du Dutzende von Situationen jetzt laufen in deinem Kopf ab, die letzten Monate, was ihr Schönes miteinander gemacht habt, wo er freundlich war, wo er nett war, und du fragst dich, wie kann das sein? Da war der so nett zu mir, da hat er das und das gesagt, da hat er mich gestreichelt. Ja, das ist ganz schlimm. Aber so passiert es 100.000 Mal. Immer wieder. Dass einer in einer Paarkonstellation einfach nicht den Mund aufmacht und nicht früh genug sagt, hier stimmt was nicht. Der hat nichts gesagt, der hat seinen Mund nicht aufgemacht. Du hast auch ein Recht, sauer zu sein auf den. Du bist traurig, das verstehe ich, aber du hast auch ein Recht, sauer zu sein. Weil der hat dich ins Messer laufen lassen. Der hat dir ja gar keine Chance gegeben, dass ihr gemeinsam vielleicht noch irgendwas rettet. Er hat ja nichts gesagt. Und das ist das Gemeine daran. Und du musst es jetzt aushalten. Da gibt es gar nichts anderes zu machen. Es ist einfach nur aushalten. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Das will nicht in meinen Kopf. Und vor allen Dingen habe ich Angst, dass ich mir jetzt immer öfter wieder mehr...
Ja, das ist natürlich jetzt auch noch schlimm, dass es die Auswirkung hat, dass du in deine alten Strukturen zurückfällst und dich selbst verletzt. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Was aber verständlich ist, dass das in so einem Schmerz jetzt passiert. Also zu der Liebesgeschichte, Yvonne, möchte ich dir sagen, du hast auch recht darauf, sehr wütend auf den zu sein. Der hat dich scheiße behandelt. Der hat nicht den Mund aufgemacht. Der hat dich ins Messer laufen lassen und er hat euch keine Chance gegeben. So, das ist das eine. Das andere ist, offensichtlich ist es aber sehr ernst mit seinem Ich liebe dich nicht. Akzeptiere es, nimm es an. Lauf ihm nicht hinterher. Mhm. Finde ich ganz wichtig. So, und jetzt telefonierst du weiter mit meiner Psychologin, was die Geschichte anbelangt mit der Schneiderei, damit wir da vielleicht eine Lösung finden, eine kleine Hilfestellung zumindest. Ja, danke schön. Ja? Dann legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke schön. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Claudia, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Claudia. Ja, hallo. Also ich habe nicht ein Problem in dem Sinne, sondern mir geht es darum, ich habe festgestellt, ich habe also eine alte Jugendliebe wieder getroffen. Mhm. Ich habe den 10 Jahre lang nicht gesehen. Mhm. Vor 13 Jahren war ich mit dem zusammen. Wie lange? Ja, ungefähr ein Jahr damals. Mhm. Ich war damals 16. Ja. Also ist ganz normal eigentlich, dass es da auseinander ging. Das sehe ich schon auch. Und ja, natürlich hatte ich in der Zwischenzeit auch andere Beziehungen. Es ist nur so, dass ich immer wieder mal an ihn gedacht hatte, in manchen Phasen etwas mehr und dann wieder weniger. Aber ich war halt auch nie wirklich zufrieden in der Beziehung. Es waren immer blöde Beziehungen. Und jetzt war denn dieses Jahr damals, als du mit ihm zusammen warst, ich meine, du warst noch sehr jung, aber egal, ja. War das ein tolles Jahr? Ja, es war ein sehr schönes Jahr. Ja. Und warum ist das auseinandergegangen? Ach, das war, also ich meine, ich muss dazu sagen, er ist über 5 Jahre älter als ja. ich und wie gesagt, ich war damals 16, wir waren bei dem Internat und er war dann weg, also er hat Abitur gemacht gehabt und ich eben noch nicht und dadurch war das wirklich nur noch eine Wochenendbeziehung und naja, dann kam sowas wie Suff dazu noch und naja, auf jeden Fall war ich dann halt auch eingeschnappt und ja, da ging dann halt nicht mehr viel. Wie sich das so ergibt dann. Ja, genau. So, du hast ihn wiedergesehen nach 10 Jahren. Nach 13 Jahren. Nach 13 Jahren, ja. Ja. Mhm. Genau. Und also ich habe ihn angerufen, weil ich an der Stadt immer vorbeifahre und habe mir dann also echt gedacht, okay, jetzt nehme ich mir ein Herz und ruf mal an und habe erst rausfinden müssen, ob er da überhaupt noch wohnt und das war dann auch wirklich recht schnell passiert und dann standet ihr euch gegenüber. Irgendwann. Ja, also er hat mich eingeladen zu sich und seiner Frau. Aha. Oh. Ja, genau. Und also dieser Nachmittag, ich war zum Kaffee eingeladen und Abend zog sich dann relativ lange hin. Mhm. War eigentlich nicht so geplant, aber so war es dann halt. Und ja, im Verlauf dieses Nachmittags musste ich dann einfach feststellen, ja, es ist einfach immer noch der Mann, den ich eigentlich haben will. Und das Schlimme ist, ich weiß von ganz tief innen raus, das ist mein Mann. Oh weia, oh weia. Aber er ist verheiratet. Ja, und er hat erst im Sommer das zweite Mal geheiratet. Und also ich denke mal, er ist schon auch verliebt. Ja. Hast du ihn denn jetzt nach diesem Kaffeetrinken nochmal getroffen? Nein. 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 Und von mir aus werde ich natürlich auch nichts mehr in der Richtung tun. Während des Kaffeetrinkens, während des Nachmittages, hast du in irgendeiner Weise was von ihm wahrgenommen, was so ein Signal sein könnte, dass er dich auch noch nett findet oder toll findet? Ja, ja, ja. Also ich meine, man merkt das ja, wie man angeschaut wird, also wenn einen Blick streift. Und vorhin habe ich schon mal zu jemandem gesagt, also wie man dann auch nicht mehr angeschaut wird. Mhm. Also wenn bewusst nicht mehr hergeschaut wird, dann ist das ja auch so ein... Das hat jetzt alte Wunden aufgerissen. Oder? Ja. Irgendwie schon, ne? Oder vielleicht sogar noch verschlimmert, weil du sagst, ich habe das Gefühl, das ist mein Mann. Das ist mein Mann, ich weiß das. Ich habe nicht nur das Gefühl, das Schlimme ist, natürlich hatte ich immer wieder auch andere Beziehungen, ganz klar, aber jetzt eigentlich schon seit einer Weile nichts mehr oder ja, letztes Jahr mal was. Und jetzt weiß ich einfach, jetzt gehe ich viel gelassener mit der Situation um, dass ich keinen Mann... Ja, nicht finde. Ich war nicht wirklich so auf der Suche, aber... Weil du weißt, das Herz ist letztendlich bei ihm. Ja, richtig. Jetzt kann Was machst du jetzt? Wie planst du jetzt, dich zu verhalten? Also ich plane, mich nur so zu verhalten, mich dort nicht zu melden, aber... Also es fällt mir sehr schwer, mit der Situation umzugehen und ich denke eigentlich ständig dran. Also er hat deine Telefonnummer auch? Ja, natürlich. Ja. Aber ich weiß, dass er sich nicht melden wird, also... Das war mir klar, das ist, ja, aber... Was für eine Situation auch. Dann gehst du da hin und trinkst Kaffee mit seiner neuen Frau und du bist letztendlich
wahnsinnig, du liebst diesen Mann. Ja, ja. Das habe ich da dann festgestellt, ja. Also ich, und das ist jetzt nicht nur an Äußerlichkeiten festzumachen oder so, ne? Also überhaupt nicht, sondern... Ich würde, die Sendung ist gleich vorbei, wir können gar nicht mehr lange reden, sehe ich gerade. Ich würde erstmal auch nichts machen, Claudia. Ja. Erstmal. Nee, mache ich vielleicht auch nicht. Vielleicht braucht es nochmal eine Zeit, bis ihr beiden zueinander kommt. Ja. Mann, aber eine harte Sache. Ich muss Schluss machen, tut mir sehr leid. Alles Liebe und toi, 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 wie immer es auch ausgeht. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Freundin, in der Technik heute Nacht, Uwe Petersen. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.